Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren kleinen, aber feinen Folge Minecraft Afterlife. Und ihr seht schon, wir haben angefangen, uns auf dem Mond niederzulassen in dieser Folge. Gucken wir uns mal an, was die Space Station so kann. Und wir fangen an, die Rakete Tier 2 zu bauen. Also, los geht's! Ja, und wir sind immer noch auf dem Mond. Ja, da hinten habe ich noch ein Village gefunden. Aber ich habe gesagt, ich habe jetzt hier mal ein Basecamp aber aufgeschlagen. Wir haben noch genug Oxygen, das ist gut. Ich habe unsere Sachen für die Quarry auch mit dabei. Ich freue mich. Problem ist nur... Ups, das war falsch. Dass ich jetzt natürlich eventuell hier ins Village reinbohre. Das weiß ich noch nicht. Ich habe hier aber übrigens nichts gefunden. Keine abgestürzte Rakete oder so. Leider gar nicht. Fand ich ein bisschen schade. Also die Hoffnung, dass ich... Ah, da ist mein Basecamp. Dass ich da noch was finde. Aber leider gar nicht. Ärgerlich. Ich weiß nicht warum. So, wir machen 60. Es sind ein paar Blöcke, ist aber nicht schlimm. Oh, Support Preview Mode. Ja, das wird jetzt ein bisschen größer. Hey, da war ein Starcrawler. Cool. Oh, wir haben ja was kaputt gemacht. War ich nicht, das war schon so. Ist ne. Ist. Ach, weil es dunkel ist, deswegen spawnt da alles drin. Das kann natürlich sein. Das möchte ich jetzt nicht. Ja, gut. Ja. Minus 20 machen wir mal. Gucken uns das dann an. Minus 20. Ja, das sollte eigentlich reichen. Hoffe ich. Das sind 69. Ja, wir gucken einfach mal. Ich hoffe, es reicht. Also strommäßig sollten wir eigentlich gut aufgestellt sein. Der Point ist da. Perfekt. Dann können wir theoretisch eben sagen, gönnen sie sich. Ja, hier Moonstone. Oh, Glowstone, das kriegen wir. Schön, 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 schön. Was ich auch nochmal eben kurz machen kann. Jetzt schon. Eben kurz hier den einmal wieder auftanken. Ganz viel Moonstone. Oh, da war, oh, Moon Iron Ore, das ist gut. Moon Cheese Ore ist auch gut. Moon Sand. Ich weiß nicht, was man mit Moon Sand machen kann. Ehrlich. Moon Glowstone. Ach, wir können selbst Glowstone Ore herstellen. Okay, ich dachte, das hätte irgendeine andere Verwendung. Not enough power. Mhm. Jetzt eben mal eben kurz das Limit. Wir haben 88 Millionen noch gespeichert. Wir müssen aufpassen, wenn es Nacht wird in der Overworld. Dann wird es ein bisschen gefährlich. Wie immer. Ich würde gerne wissen, wo wir anfangen. Ah, hier fängt er an. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir hier unten so gefunden haben. Hier hat er schon einen Chunk bis unten hin ausgehöhlt. Ja, hier gibt es übrigens auch Öl. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das sah interessant aus. Ja, ein Zombie. Oh, noch ein Zombie. Hallöchen, ich habe ja Angst. Ja. Das ist nervig bei diesen Zombies hier. Dass die spucken können. Das finde ich echt ein bisschen nervig. Aber ich finde es immer noch schön, wenn wir hier oben unsere Erde sehen. Ehrlich. Und den Heimatplaneten. Ich würde die mal einfach jetzt ein bisschen laufen lassen. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwas Spannendes noch finden. Wir können mal eben kurz ganz schnell gucken, wie wir hier so eine Flagge machen können. Was brauchen wir dafür? Das ist alles. Da ist unser Gesicht drauf. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Schick, 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 schick. Das Not Enough Power sagt er halt immer, weil er einfach nicht so schnell das rüberziehen kann, wie er das leider lädt. Das ist das Problem, weil er hat eigentlich genug Power, er hat genug Strom. Irgendwas Spannendes. Glowstone, ja, okay. Glowstone, das kriegen wir. Cheese kriegen wir ohne Ende. Ich guck mal im Base, haben wir hier irgendwie Dash Ore, das brauchen wir. Das brauchen wir für das Upgrade.
für die Tier 2 Rakete, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Compressed Dash, Golden Tank, Oxygen Tank. Cool. Ja, das ist jetzt gechunkloaded, das heißt, der macht das jetzt die ganze Zeit. Das freut mich. Da ist die Sonne und da ist die Erde. Da ist unsere Overworld. Heißt, wieso habe ich eigentlich einen Sound? OBS hat gerade, warum auch immer, den Sound nicht aufgenommen. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, ich lasse das jetzt hier ein bisschen laufen. Das ist das Standardprozedere. Und dann würde ich mich gleich, glaube ich, in der Overworld nochmal kurz melden. Warte, wir machen das anders. Wir starten nochmal eben kurz. Voll cool. Wenn da vorne alles abgebaut wird, machen wir einen Abflug. Hui. Cool. Aber der ist auch so rausfadet, ne? Da oben ist jetzt unser Ziel. Und der Planet ist weg. Schick. Und man kann das sogar hier durchsehen. Guten Tag. Da ist unser Totem. Da sind wir. Wir zittern auch so ein bisschen mit. Ah, schön. Ich kann ja jetzt mal Shift drücken. Das ist eine super Idee, glaube ich. Ich melde mich gleich in der Overworld wieder. Dann gucken wir mal, dass wir die Sachen auch für die Space Station machen. Bevor das kommt. Ah, komm. Die Minute. Ganz ehrlich. So. Erde. Wir brauchen 16 Steel Iron Plates haben wir nicht. Und 4 Dash Plates. Okay, das müssen wir uns merken. Wo ist denn in Orbit? Ich weiß nämlich nicht, was es hier im Orbit gibt. Bin ich ehrlich? Hier ist auf jeden Fall. Ja, das sieht spannend aus. Sag mal, Joining World. Oh, okay, gönn dir. Dann join mal zweimal eine Welt. Gut, dass ich ein Totem hab. Okay, er ist hier gelandet. Das ist ärgerlich. Wir sind instant wieder hier gelandet. Schön, dass wir es mal getestet haben. Das ist aber jetzt hart ärgerlich. Egal, ich baue das hier mal eben kurz wieder auf. Sollte ja schnell gehen und melde ich mich gleich. Hey, das ist. Hier, okay. Ich baue das, wie gesagt, mal eben kurz schnell wieder auf und dann sehen wir uns gleich in der Overworld wieder und dann suchen wir mal die ganzen Sachen, dass wir so eine Space Station machen können. Und ich muss mal rausfinden, wie ich so eine Landung vernünftig hinkriege. Das ist ja. Auf Dauer ist es ja traurig. So, ich bin in der Overworld. Erstmal müssen wir uns mal eben kurz schlafen legen. Würde ich jetzt gerne machen. Und ich habe hier mal ein bisschen Obsidian getan, in der Hoffnung, weil ich bin gerade nochmal auf dem Mond gelandet, ich kriege die Landung nicht hin, auch wenn ich Leertaste drücke. Ja, keine Ahnung, irgendwie will es nicht. Ich habe die Sachen jetzt übrigens zusammen, die wir für die Space Station brauchen. Ich würde gerne mal wissen, ob das alles so funktioniert. Weil ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will mal eben kurz gucken, wie es storage-mäßig bei uns aussieht. Hallo Ender, wie geht's dir? Oh, das ist nicht gut. Okay, wir haben noch einen Platz. Storage. Okay. By the way, fällt mir ein, so ein Raystone, ne? Kann ich mir auch selbst machen, ne? Recht? Ja, Warpstone. Purple Dye. Ich habe nichts, was irgendwie. Ah, doch, habe ich. Oh, 2. Das ist schlecht. Das ist aber schlecht. Ich dachte, ich hätte mehr. Nichts, was ich hier irgendwie noch zu Purple. Polypore, okay. Dann. Aber nichts irgendwie, was ich hier zu Purple noch sonst verarbeiten kann. Ne? Ich brauche nur noch 2 davon. Ich weiß nicht, was Polypore ist. Okay, ja. Ich habe es jetzt mal einfach genutzt. So. Da würde ich mir nämlich noch gerne einen machen. Ein Waystone. Nämlich oben auf dem Mond, weil ich habe das momentan hierüber gelöst. Aber das finde ich nicht schön. Bin ich ganz ehrlich. Okay, wir haben genug Storage, damit unsere Quarry auch nicht voll läuft. Ist schon wieder aufgetankt. Habe ich mal gerade eben noch gemacht.
Und dann heben wir wieder ab und holen uns mal so eine Space Station. Ich bin mal gespannt, was die so kann. Ah, der Liftoff ist halt immer noch cool, ne? Cool. Ich finde es auch schön, dass wir hier rausgucken können, bin ich ehrlich, weil es ist schon irgendwie leicht cool. Also leicht geil, also. So, wir haben alles für die Space Station. Ich hätte vielleicht noch eben kurz den den Tank nachfüllen sollen. Wäre vielleicht schlau gewesen. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer, nicht? Ich habe ein bisschen Angst, jetzt wieder auf dem Mond zu landen. Bin ich wirklich ehrlich. So. Orbit. Erde. Wo können wir... Wir haben keine Steel-Ingots, aber wir haben 16 Steel-Ingots. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir 16 Steel-Ingots dabei haben. Ich gucke jetzt gleich nochmal. Ich lande nochmal eben kurz auf dem Mond und crash das Ding nochmal eben kurz und dann... Irgendwie müssen wir... So eine Space... Ich weiß noch nicht, wollen wir... Das ist die gleiche, ne? Ich mache eine oben im Orbit von der Erde. Ganz ehrlich. Ich lande kurz auf dem Mond und dann... Gucken wir mal, dass wir eine Space Station bauen können. Zurück an der Mondoberfläche. Ich habe jetzt rausgefunden, was sein Problem war. Wir hatten Stahl, aber nicht von der Space Boss Mod. Ich kann es euch mal eben kurz zeigen. Wir haben diesen Stahl vom Mapper Base. Wir brauchen aber den von Space Boss Tools. Und dafür brauchte ich einen Blast Furnace, wo man dann einfach Iron Ingots reinschmeißt und dann da den Stahl reinkriegt. Oder rauskriegt. Ist mega simpel. Ich habe mir so eine kleine Base jetzt hier mal hingestellt. Ne? Die werde ich mal wieder zwischen den Aufnahmen, wenn mir langweilig ist. Oder vielleicht im Stream. Vielleicht. Im Stream werden wir den mal weiterbauen. Hier habe ich mittlerweile bis auf Bedrock abgebaut. Also viel Spannendes gibt es da nicht. Muss ich einfach mal so sagen. Wir haben ganz viel Mondstein, das war's. Den habe ich auch schon hingestellt. Den baue ich auch mal wieder kurz ab. Oh, ich muss was essen. Das ist aber jetzt nicht so gut. Das ist aber sehr ungünstig. Ja, Moonbase genannt. Ja, okay. Wo ich das Landing-Pad jetzt hinmache und so, weiß ich noch nicht. Immerhin haben wir jetzt Stahl, das ist schon mal gut. Der schauen wir jetzt auch. Ich lasse es noch ein bisschen durchlaufen, damit wir noch genug Stahl haben. Irgendwas? Nö. Gut. Und da würde ich mich gleich im Orbit wieder melden. Ah, das ist ein Starcrawler. Ja, der interessiert mich nicht. Der tut mir Gott sei Dank nicht. Da würde ich mich gleich im Orbit wieder melden. Ah, oh. Okay, das ist cool. Ja, stimmt. Hier gibt es ja keinen Sauerstoff. Warte mal. Wenn es hier keinen Sauerstoff gibt, ne? Wie kann dann... Das verstehe ich. Das ist Strom. Das wiederum nicht. Wenn es keinen Sauerstoff gibt. Ein bisschen inkonsequent. Ich weiß, ich habe gesagt, ich melde mich gleich im Orbit wieder. Aber ich habe immer so ein Igor hier hingestellt. Das funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob die mich angreifen jetzt. Wenn Igor hier ist. Die mit ihrer Range-Attacke, ne? Das ist nervig. Igor, hast du Bock? Oh, Igor hat Bock. Ui. Oh, Igor kommt nicht dran. Oh, das ist schlecht. Oh, Igor. Wie viel Damage hast du davon gekriegt? Oh, ja, okay. So ein Igor ist jetzt nicht ganz so gut. Ich habe mir mal eben kurz hier so einen Oxygen Bubble Distributor noch gegönnt. Das ist die Working Area. Ich will nämlich gerne hier so. Wir brauchen Strömung und Luft. Ach, Wasser brauchen wir dafür. Yeah. Strömung ist ja kein Problem.
Strömung haben wir nämlich noch. Flug. Point. Ein. Dankeschön. Strömung kriegen wir doch schnell hin. So, jetzt hat er Strömung. Oh, falsch. Ja, Wasser, nicht? 7x7 reicht. Wird mir 7x7 reichen? Wenn ich den hier vorne hinstelle, wird der mir reichen, ne? Ja, okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Übrigens, mir ist aufgefallen, man verbraucht hier sehr, sehr viel Essen. Theoretisch würde er mir hier reichen, das ist genau mittig. 5x5 reicht mir nicht. Aber 7x7 müsste mir schon reichen, oder? Auch nicht. Okay, ja, ich hätte es, glaube ich, genau mittig machen müssen. 9x9, ja, komm dann. 9x9. Haben wir drinnen alles. Ich will nur drinnen abgedeckt haben. Gut. Ganz ehrlich, dann, das sollte uns reichen. Was ich nochmal eben jetzt noch machen kann, ist ein Endertank. Weiß. Ich weiß nicht, ob da Wasser drin ist. Jetzt schon per se Wasser drin sein wird. Nee. Schwarz und Blau brauche ich. Black Dye brauche ich ein. Und Blue brauche ich. Blue Dye brauche ich auch ein. Ich weiß nicht, warum ich das damals so komisch eingestellt habe, aber Black, Blue. Ja, jetzt haben wir hier Zack und gönn dir. Gönnung. Das heißt, hier drinne. Oh, okay, Fackeln gehen immer noch nicht, obwohl wir hier jetzt Luft haben, theoretisch. Können wir was testen? Ja, wir haben hier Luft. Wir ersticken nicht. Okay, hier draußen ersticke ich auch nicht. Sehe ich nicht. Das Schöne ist, wir können hier die Sachen auffüllen. Können wir auch nicht. Oh, das ist aber jetzt nicht so cool. Theoretisch müssten wir kein Oxygen hier verbrauchen. Ich hoffe, das stimmt wenigstens. Ich hoffe wenigstens, mit der Vermutung habe ich recht. Das würde ich gerne chunkloaded haben. Dankeschön. Wie sieht es generell strommäßig aus? Wieder 88 Millionen. Das ist gut. Die Working Area kann ich kurz ausschalten. Ja, halt. Wo ist denn Igor hin? Ah, da, er kommt wieder. Okay. Er hat irgendwie wieder umgeklatscht. Ich mach da gar nicht. So, ab in den Orbit, Freunde. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Ding landen kann im Orbit. Wir werden's sehen. So, zack, einmal auffüllen, zack, und go. No Fuel. Sneak right click. Ach, er ist noch nicht fertig mit Laden. Mit Fuel beladen. Wir gucken nochmal schnell. 6 Diamanten haben wir. 12 Iron Plates haben wir, 16 Steel Ingots haben wir, 4 Dash Plates haben wir auch. Fällt mir ein, by the way. Hier ist nichts mehr drin. Hier, ja, okay, jetzt haben wir ganz viel Stahl. Und so Stahl ist mir relativ. WU Umpe. Fuel ist voll und go. 9. Tschüss, Igor. 7. So, ich bin gespannt, wie dieser Space Station aussieht. Ich kann mir nichts darunter vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Und Liftoff. Ich hoffe, wir müssen da nicht auch dran landen, weil dann zerstöre ich die jedes Mal. Ich bin im Weltall. Entschuldigung. Schon sehr beengt hier, ne? Ich meine, wir sitzen auch nicht, wir stehen. Stell mir schon sehr ungemütlich vor. Cool, wenn hier so ein kleiner Sitz wäre und wenn wir dann auch wirklich so hochkant sitzen würden, ne? Das, also, ich meine ja nur, ich meine, das ist nur Minecraft, aber wäre schon cool. Erde, Space Station, wir können es bauen. Oh nein, wir müssen dann. Oh nein. Ich halte die ganze Zeit übrigens Space gedrückt. Nur so als Info. Ich riskiere das einfach.
Ich meine, ich sehe sie noch nicht, die Space Station. Ich sehe sie nur auf der Map. Ich habe Angst, dass ich sie zerstöre. Ey, seht, zwischendurch komme ich auf 0, irgendwas, aber ich komme halt nicht in den positiven Bereich. Ich habe die ganze Zeit Space gedrückt. Aber ich komme nicht in den positiven Bereich. Wenn ich loslasse, dann steigt die Geschwindigkeit. Das sieht man da auch sehr schön. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Totem an. Eventuell poppen wir jetzt nochmal das nächste Totem. Ich habe noch keine Ahnung. Ich bin da ganz ehrlich. Ah, oh, das reicht. Das reicht. Cool. Oh, wo kommen wir jetzt rein? Gibt's auch einen Eingang? Gibt's hier einen Eingang? Gibt's einen Eingang? Das ist eine Space Station, aber hier gibt's keinen Eingang. Mach doch jetzt nicht sowas mit mir. Hier ist glaube ich der Eingang, kann das sein? Da ist der Eingang, ich bin einfach nur blind. Und doof. Ja, jetzt ganz was Neues, aber... Eine Space Station, ich bin mal... Oh, jetzt geht das wieder los, dass ich wieder hin und her bugge. Was können wir hier? Das hier eigentlich. Wir erkunden mal unsere Space Station, die wir uns gebaut haben. Ach so, das ist einfach nur... Oh, wow. Oh, wow, bitte mehr davon. Dafür brauchten wir jetzt so viele Rohstoffe. Meine Frage, oder? Wie kann ich denn hiermit landen jetzt? Ich mach nochmal Fuel. Okay. Habe ich ja noch. Wovon krieg ich gerade Damage? Wovon krieg ich Damage? Warum habe ich gerade Damage bekommen? Kann ich das Ding abbauen? Jetzt verstehe ich, dass ich Damage kriege. Ja, ich bin ja, ich habe ja... Ich check das gerade nicht. Komm, ich verrecke hier oben im All. Ich kann das Ding halt nicht aufnehmen. Das ist halt das, was mich so ein bisschen stört. Ich habe die Rakete kann ich auch nicht mehr reintun, weil ja, Spiel denkt sich, ja, selbst schuld, hast du jetzt rausgenommen, Idiot. Brauche ich halt. Hier meine Startlandebahn wieder hin. Das ist mir jetzt. Da bin ich ja relativ flexibel, nicht? Okay. Da ist kein Fuel drin. Also cool, dass es sowas gibt, aber nicht so als Base würde ich das jetzt nicht ausbauen wollen. Naja, ich warte mal eben kurz. Ah, wir können schon. Ne, kommen wir noch nicht. Ich warte kurz, ich fliege jetzt wieder zurück zur Erde, dann gucken wir mal, was wir machen können. Ja, wir sind im Landeanflug zur Erde und ich sehe, dass ich hier irgendwo rauskomme. Ich komme nicht auf unserem Landingpad an. Ich meine, es ist realistisch, dass man im Wasser landet. Ne, bin ich ganz ehrlich, aber wo landen wir jetzt bitte? Irgendwo auf der Erde. Ich hoffe einfach nur, dass jetzt hier nirgendwo so ein Unterwasser-Dungeon ist. Das finde ich hart nervig. Knapp an dem Ding vorbei. Hier hätte ich gerne wieder. Ja. Ja.
Aber hier, oh, knapp an so einem Dungeon vorbei. Okay, gut. Gutes Gespräch. Sehr, sehr gutes Gespräch. Legen wir es mal eben kurz hier hin, wa? Da hinten müsste unsere Base irgendwo sein. Ich leg mich mal eben kurz hier hin, Freunde, und dann... Ach komm. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, das Schöne ist, wir können jetzt von hier aus einfach... Ach, wir sind in der Nähe von der Sandquarry rausgekommen. Ah, okay. Teleporter Waypoint, bitte. Dankeschön. Ja, sind wir wieder an der Beige. An der Beige sind wir angekommen. Weiß ich, schade, dass der das hier rüber nicht nimmt. Hm. Ich würde sagen, dann gucken wir mal, dass wir irgendwo noch andere Planeten jetzt erforschen. Rocket. G2-Rakete, was brauche ich dafür? Ja, ich markiere mir die Sache mal eben kurz. Rocket Nose Cone ist immer das gleiche, ne? Goldenen Tank, den Engine und die Finne. Ja, Freunde, ich mach das mal eben kurz, dann kriegen wir gleich mal zum neuen Planeten. Ich müsste jetzt eigentlich alles zusammen haben, um die zweite Rakete zu machen. Hat ein bisschen gedauert. Ich habe übrigens auch ein Wollproblem. Meine Wollfarm produziert nicht genug, wie ich gemerkt habe. Haben wir alles? Oh ja, oh ja. Und jetzt nicht erschrecken. Das ist leider normal. Kann ich das abbauen? Warte mal, wahrscheinlich, wenn ich das abbaue, ne? Oh, ich kann das gerade nicht abbauen. Ah, so. Okay, die Tier 2 Rakete. Ui. Die müssen auch mehr Sprit brauchen. Ich glaube nicht, dass ein Bucket jetzt reicht bei der Tier 2 Rakete. Wo sind jetzt? Ach, hier drin gelandet. Okay. Kann man sich vorstellen. Die braucht aber viel Sprit. Die ist aber durstig. Uiuiuiui. Die ist ja richtig durstig. Ich meine, gut, damit können wir auch zu weiteren Planeten, zu weiter entfernten Planeten. Das ist schon mehr oder weniger okay so. Lieber Kokoschinski, du. Die ist aber sehr durstig. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich brauche nämlich dann mal eben kurz nochmal Öl. Oh, dass ich aber 10 Stück habe. Das ist ja easy. Und das Schöne ist hieran wirklich, ihr dürft das. Ihr dürft die ganze Zeit dann das hier machen. Auch einen leeren Bucket. Ich habe aber keinen leeren Bucket mehr. Doch, jetzt habe ich einen leeren Bucket. Ich muss mal eben kurz das hier abziehen. Ihr dürft ganze Zeit dann das machen. Das ist richtig, das macht richtig Spaß. Also, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als den ganzen Tag jetzt hier zu stehen und Öl reinzuschütten. Das, ja. Und zack, der Backen ist voll. Ist der wieder leer, dann können wir den hier reintun. So, das soll aber jetzt auch reichen, ganz ehrlich. Zack. Oh, nee, das ist falsch. Ich wollte die Taste drücken. Aber, Freunde, mit Blick auf Le Ur werden wir heute nicht mehr zu weit entfernten Planeten reisen. Wir haben die Mondquarry gebaut, ne? Wir haben die Orbitstation gebaut, da bin ich sehr zufrieden mit. Und in der nächsten Folge fliegen wir, ich weiß nicht, Venus müsste das nächste sein. Schauen wir mal. Bleibt sauber, bleibt gesund. Tschö. Mit Ö.